Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Menschen, die komplett lost sind. Zuerst über mich, ich bin Schweizer und ich mache diese Präsentation auf keinen Fall, um meine eigenen Minderwertigkeitskomplexe zu überspielen. Auf Platz 5 haben wir Menschen, die ihre Apps nach Farbe sortieren, denen ist nicht mehr zu helfen. Auf dem 4. Platz haben wir Menschen, die sagen, ich schaue kein TikTok, weil das kindisch und unlustig ist, aber die ganze Zeit Reels schauen, das hat nur Nachteile. Erstens kommen die Trends immer 4 Monate später, man wird automatisch zum Boomer und die Daten werden nicht automatisch an die chinesische Regierung übermittelt. Auf Platz 3 haben wir Leute, die Lukas heißen. Zweitens Menschen, die kein Bier mögen. Ich will jetzt hier nicht zum Trinken animieren, aber Leute, die kein Bier mögen, sind mir sehr, sehr sass, auch Babys. Und auf dem 1. Platz haben wir Menschen, die alle Geburtstage von Kollegen und der Familie auswendig wissen. Ich weiß mein Geburtstag auswendig und der Geburtstag meiner Mutter. Beim Rest habe ich keinen Plan. Menschen, die alle Geburtstage auswendig wissen, die brauchen unbedingt eine psychische Behandlung.